Hallo, meine Lieben. Jetzt kam vorletzte Woche und letzte Woche kein Video am Montag und dann Donnerstag, also jetzt die Woche davor und diese Woche. Aus dem einfachen Grund, ich habe ja 3 Wochen Praktikum gemacht. Da hat das mit den Videos ja noch ganz gut geklappt, aber wir hatten jetzt 3 Wochen Schule und wir schreiben nächste Woche. Also wir müssen eine Deutscharbeit abgeben und eine Mathearbeit schreiben wir. Englisch schreiben wir Gott sei Dank erst nach den Herbstferien. Trotzdem muss ich für Englisch Sachen vorbereiten, die wir für den Unterricht zum Üben brauchen. Und deswegen ist das im Moment ein bisschen kompliziert, weil für mich ist dieses Schuljahr, das Schuljahr ist für alle eine Woche kürzer. Dadurch, dass die Sommerferien eine Woche früher wieder anfangen. Für mich ist das Schuljahr dann noch 2 Wochen kürzer. Aus dem einfachen Grund, weil ich ja jetzt von der Schule gehe. Ich bin in der 10. Klasse. Ich mache jetzt auf der Hauptschule meinen Realschulabschluss. Und ich muss halt mich sehr, sehr konzentrieren und anstrengen, damit ich meinen Notendurchschnitt oder eher gesagt die Noten so ungefähr so halten kann. Also ist jetzt mir egal, wenn eine Note runtergeht oder wenn jetzt die erste Arbeit eine 4 ist oder so, das ist ganz normal. Das ist bei mir meist immer so, außer Mathe. Mathe ist mein absolutes Lieblingsfach, ihr wisst das ja. Und deswegen hat sich das jetzt so ein bisschen verzögert und deswegen kommen in den Ferien mehrere Videos. Also ich werde wahrscheinlich die erste Woche nehmen und montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags ein Video hochladen, weil ich jetzt die letzten 4 Tage vergessen habe. Und deswegen würde ich gern da. Und zwar möchte ich gern ein Bastelvideo machen. Ich würde gern ein Follow Me Around drehen an einem Tag, wenn ich mal was Spannendes mache. Dann würde ich gerne natürlich euch einmal zeigen, Roomtour Update. Also einmal mein Zimmer zeigen, weil es hat sich ja hier ein bisschen verändert. Ich habe zwar mein Bett immer noch nicht, aber ich glaube, ich drehe die Roomtour erst dann, wenn ich mein Bett habe. Ihr seht gerade meinen tollen Fernseher in meiner tollen Brille. Das ist nicht toll. Na, ich mache den mal aus, dann fällt es auch nicht mehr auf. Ah nee, ihr seht gerade nicht meinen Fernseher. Ihr seht mich in der Kamera. Ach gut, okay. Ich habe gedacht, das war mein Fernseher. Ja, und zwar Bastelvideo, also auf jeden Fall kommt nach November, weil im November habe ich Geburtstag. Mein Magen hat gerade geknurrt. Kommt auf jeden Fall im November die Roomtour. Im Oktober jetzt, in den Herbstferien, kommen Herbstdeko. Ich werde einmal ein Video machen, wie ich mein Zimmer herbstlich dekoriere. Zum Beispiel hier die Blumen. Ich weiß nicht, ob ich sie dran lassen soll, weil ich ja schon sehr farbenfroh bin und so. Ich möchte ein bisschen herbstlich mein Zimmer gestalten. Und ja, da nehme ich euch natürlich mit, was ich mache. Und wie ich mache, ne? Dann natürlich noch ein paar Bastelvideos. Ich werde auf jeden Fall, ich habe letztes Jahr ein Bild gemacht. Dazu habe ich letztes Jahr im Herbst habe ich ein Bild dazu gemacht. Jetzt bin ich auf einmal ganz dunkel. Ich muss das einmal eben suchen. Das ist nämlich irgendwo im Nirgendwo. Da ist es. Und zwar habe ich. Zieht mal. Ich stelle mal wieder auf. So. Und zwar habe ich letztes Jahr im Herbst dieses Video gemacht. Also dieses Bild. Das ist so, wenn ihr sehen, 3D-Optik-Kürbis. Also ein Kürbis, der einen Kürbis frisst. Und das würde ich gerne nochmal machen. Und zwar in kleiner, weil ich das gerne verschenken möchte und ich euch das gerne mal zeigen möchte. Also das ist die große Version. Nur ich habe hier vergessen, Linien, schwarze Linien zu ziehen, aber so ungefähr, nur in kleiner, will ich das auf jeden Fall mit euch basteln. Letztes Jahr wollte ich das hochladen als Halloween-Tutorial. Nur ich habe Musik drunter gespielt und dann wurde das Video gesperrt,
weil die Musik von jemand anderem auch verwendet wurde und der hat die irgendwie ja, für sich bezogen und gesagt, das ist seine Musik, obwohl das aus dem Schneideprogramm Musik ist, deswegen. Naja, aber auf jeden Fall werde ich euch zeigen, wie ich dieses 3D-Bild gemacht habe. Ja, das ist das Herbst-Tutorial-Video, was in den Ferien kommt. Dann natürlich ein leckeres Back-Video. Auch passend Halloween. Halloween. Herbst-Back-Video. Und ich möchte gern mit euch zusammen meine Kürbissuppe ausprobieren. Es gibt zwar schon tausende Rezepte von Kürbissuppen auf YouTube. Ich habe nämlich nachgeguckt. Aber ich möchte so eine Suppe mal nachkochen. Nachkochen und ja, wenn ihr dazu Bock habt und sie dann auch probieren, ob die wirklich schmeckt oder nicht. Und ja, also Zimmer dekorieren, herbstlich, dann das Bild in Mini. Dann halt süßes Backvideo und Kochvideo. Und in den Herbstferien kommt meine Verlosung für meine 135 Abonnenten. Ich habe gerade eben nachgeguckt, damit ich jetzt auch die richtige Zahl sage. Und ich bin so unglaublich stolz. Ich hätte niemals gedacht, dass 135 Leute meine Videos gucken. Okay, es sind jetzt auch ein paar aus meiner Klasse dabei, Freunde von mir. Aber es ist ja pups egal. Es sind, glaube ich, 5 Leute oder 4 Leute aus meiner Klasse, die mich gucken. Und der Rest so 131 Leute. Und ja, deswegen kommt eine Verlosung. Nicht so eine große wie jetzt ein Jahr auf YouTube. Aber es kommt ein großes Paket und noch 2 Trostpreise. Und zum Beispiel kommt die kleinere Version von diesem Bild auf jeden Fall in das Paket hinein, in das große Paket. Und ja, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das sind die 5 Videos, die in den Herbstferien kommen. Und ja, dann sage ich jetzt mal bis Montag. Ich hoffe, ich krieg's jetzt hin. Also ab den Herbstferien gibt es diese Videos. Am Montag kommt ein Bastelvideo. Ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Naja, am Donnerstag kommt der Boyfriend-Tag. Und dann sind die Herbstferien da. Und dann kommen diese 5 Videos und ich hoffe, es wird euch gefallen und wir sehen uns dann am Montag wieder. Tschüss, meine Lieben, und habt ein schönes Wochenende.